Gut, schön, dass ihr alle da seid, denn jetzt wird es genussvoll. In der nächsten Stunde werden hier live auf der Bühne interessante und leckere Dinge verkostet. Aus dem Sendezentrum auf dem 33. Chaos Communication Congress in Hamburg. Hier ist der Genusscast mit Hackpete und Maha. Einen großen Applaus bitte. Denn wisst ihr was? Live schmeckt's besser. Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Donnerstag, der 29.12.2016. Es ist 17 Uhr. Wir sind diesmal nicht im Phonodrom, sondern auf dem 33. Chaos Communication Kongress in Hamburg und sind diesmal live und in Farbe auf der Bühne des Sendezentrums. Hallo Maha. Ja, hallo Hackpete. Ja, es ist die 23. Folge. Ganz passend. Genau. Ja. Und dementsprechend haben wir uns heute auch was Besonderes ausgedacht. Da müssen wir zunächst erklären, warum 23 so was Besonderes ist. Das kannst du mal bitte klären, ja. Also die hier sitzen, wissen das natürlich alle, aber vielleicht doch nicht alle Hörer, ja. Weil wir ja auch sozusagen uns an, sagen wir mal, nerdfremde Kreise wenden. Also 23 ist eine wichtige Zahl. Weil sie, ja, also weil sie in bestimmten Texten eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel bei den Discordianern, also beim Discordianismus spielt sie eine Rolle und sie hat was mit 5 zu tun, weil 2 plus 3 5 ist und ja, also ein bisschen eine Primzahl und irgendwie ist sie deshalb wichtig. Also es gibt so Verschwörungstheorien über die 23, dass irgendwie alles mit 5 oder 23 zusammenhängt, heißt dann auch im Discordianismus The Law of 5. Und ja, und deshalb ist die 23 wichtig. Es gibt auch einen Film, der so heißt, wo der Chaos Communication Congress drin vorkommt. 23, nichts ist, wie es scheint. Da geht es auch um Hacker in Hannover in den 80er Jahren. Also es ist kein Dokumentarfilm, beruht aber auf entsprechenden Begebenheiten, also unbedingt eine Sehempfehlung. Und ja, wir sind jetzt beim 23. Podcast und da es um Zahlen geht und so ein bisschen auch um Zahlenmystik und so, haben wir gedacht, wir brauchen was, was mit Zahlen zusammenhängt. Das ist also auch der Titel des heutigen Podcasts, Zahlen, aber eigentlich geht es um Wein. Denn es muss ja was mit Genuss zu tun haben. Zahlen alleine reichen, glaube ich, nicht zum Genuss. Wir genießen die Zahlen durch Wein. Und ja, wie besteht der Zusammenhang? Ja, der Zusammenhang besteht dadurch, dass wir beides Weingenießer sind und wir haben uns ein Weinabonnement geklickt. Das ist geklickt. Von der BASF, vom BASF Weinkeller, die einen sehr, sehr hervorragenden Weinkeller haben. Und die haben praktisch für den Deutschen Hochschulverband, in dem du Mitglied bist, die haben ja ein besonderes Genusspaket kreiert. Genau. Das sogenannte akademische Weinabonnement. Du hattest das irgendwie genannt. Saufen für Anspruchsvolle, gell? Nee. Hatte ich nicht genannt? Also hat es doch angelehnt an Saufen für Doofe, Saufen für, weiß ich nicht mehr, irgendwas. Genau. Ja, das ist immer ganz schön. Da kommt also regelmäßig ein Weinpaket bei uns an im Phonodrom. Das kostet dann so 30 Euro etwa. Und da sind halt immer ziemlich gute Weine drin. Wenn man danach googelt, macht man da einen guten Deal, weil die Weine doch deutlich teurer sind, wenn man die so im Handel haben möchte. Und jedes Paket hat ein Thema. Und da gibt es eben tatsächlich das Thema Zahlen. Und die drei Weine haben wir uns jetzt vorgenommen. Das Schöne ist, wenn dieses Paket ankommt, steht immer draußen drauf BASF, We Create Chemistry. Und dann ist da der Wein drin. Steht auch auf den Rechnern.
Das ist schon ganz lustig. Und ja, und dieses Paket, da geht es halt um Zahlen. Das gibt da auch eine Beschreibung zu jedem Wein dazu. Allerdings muss man sich dann selber überlegen, was das wirklich, wo der Zusammenhang mit den Zahlen ist, beziehungsweise mit Maßen. Ich glaube, wir haben das Rätsel immer gelöst, wo ich nicht so ganz sicher bin jedes Mal. Aber wir können ja mal gucken, vielleicht kommt da noch irgendein Hörer dahinter, was denn da nun wirklich gemeint ist mit den Zahlen. Genau, wir müssen natürlich sagen, Wein enthält Alkohol, ist durch unser Warnhinweis. Auch diesmal sollte man natürlich nicht in übergroßen Mengen verzehren. Darum tun wir das ja hier für euch, dass ihr euch das Ganze nicht antun müsst und beschreiben das Ganze etwas. Und wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß habt wie wir. Du hast das aber auch diese kleinen Probiergläser mitgebracht. Genau, ne? Also als Pfälzer hat man natürlich richtige Gläser, die sogenannte Doppelgläser. Die haben wir jetzt von einem Zuhörer bekommen. Die sind aus Kunststoff, das heißt, hier kann auch nichts kaputt gehen. Normalerweise sind die aus Glas. Normalerweise sind die aus Glas, genau. Und das ist so das Einheitsvolumina in der Pfalz. Man trinkt halt aus einem 0,5er Glas den Wein. Es gibt so einen Ausspruch, wo Anna Blume war, ist bei uns das Doppelglas. Auf alle, die nicht so im Pfälzisch bewandert sind, heißt es, woanders eine Blumenvase ist, ist bei uns das sozusagen das Getränk für den Wein. Und das Schöne ist an diesem Doppelglas, es hat so Noppen, die man hier sehen kann, und dadurch ist es sehr griffig. Das heißt auch, also es sind inverse Noppen. Genau, inverse Noppen. Das bedeutet auch in so einer Bühnensituation, hier alle ein bisschen aufgeregt, wir schwitzen so ein bisschen, also ist auf jeden Fall fester Halt am Glas, ist garantiert. Ja, auch unter Alkohol. Kurz zur Erklärung des Wortes Doppelglas. Das heißt auf Hochdeutsch natürlich Tupfenglas, also Tupfen. Gut, Hochdeutsch wäre auch Dupfen richtig, weil das D wahrscheinlich sogar das Bessere ist. Irgendwann hat jemand entschieden, es muss aus dem D ein T werden. P in der Mitte zu Pf ist halt normaler Lautwandel. Und von daher haben wir da Tupfen und Doppel. Und das P in der Mitte wird sogar noch dann zu B im pfälzischen Dialekt. Genau. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen. Die Zunge ist trocken. Ich würde sagen, wir öffnen die erste Flasche. Genau. Wir fangen mit dem Riesling an. Riesling an, genau. Also weil wir denken, dass es der trockenste Wein ist. Und man soll ja immer bei trocken beginnen und dann süß werden. Beziehungsweise dann soll es auch irgendwie fruchtiger werden. Weil wenn man einmal was Fruchtiges, Süßes getrunken hat, dann schmeckt das Trocken halt noch trockener. Genau. Und wir fangen an diesmal mit einem Weingut aus Deidesheim, das Weingut Kimmich. Das Weingut Kimmich ist auch bei den bei so einer Vereinigung mit dabei, die nennt sich Wine Changers. Das sind junge Winzer oder teilweise auch, also es sind junge Winzer, aber kommen teilweise auch aus, aus Weingütern, die eine sehr, sehr lange Tradition haben und jetzt quasi die neuen, frischen Leute halt auch was anders machen wollen und auch in diesem Bereich auch mal neu experimentieren wollen. Das heißt, das Weingut Kimmich ist ein sehr, sehr gutes Weingut, hat eine lange Tradition, aber die Aktuellen, die das Weingut führen, probieren auch mal was aus. Die trauen sich auch mal was auszuprobieren. Das kann man natürlich auch nur dann machen, wenn man natürlich eine gewisse Größe, Stammkundschaft, Umsatz hat, weil wenn man natürlich nur ein oder zwei oder drei Weinsorten herstellt und dann was ganz anderes macht, kann natürlich auch sowas mal in die Hose gehen. Ja. Und in diesen... Ja. Wir müssen aber hier noch dazu sagen, das steht hier auch vorne drauf, in klein, wir stellen das gleich wieder hin für die Kamera. Das ist ein exklusiver Wein, ja, der nur für die BASF oder für den BASF Weinkeller produziert wurde. Also steht da extra vorne drauf, BASF Exclusive. Genau. Das heißt, den kann man so im freien Handel leider nicht bekommen. Und darum sind wir auch sehr gespannt, weil es natürlich was Besonderes ist, einfach mal so einen exklusiven Wein nochmal zu probieren, den man halt nicht jetzt unbedingt nachkaufen kann. Es ist ein klassischer Riesling. Das ist eine bestimmte Lage. Das ist die Lage heißt Langenmorgen. Falls jemand wissen will, wo diese Lagen sind, die sind sehr gut dokumentiert auf OpenStreetMap. Da kann man dann mal genau nachgucken, wo das liegt. Damit man auch merken, dass es da in der Nähe eine ganz berühmte Lage gibt, nämlich das sogenannte Forster Ungeheuer. Und für das Forster Ungeheuer sagt man halt immer, das sei so gut wegen des guten Bodens. Da ist nämlich so ein Bruch, eine Bruchzone, wo halt in der Erdurgeschichte ein Einbruch gewesen ist wegen vulkanischer Aktivitäten. Und der Boden hat Basaltgestein und dieses... Oh. der Basalt
heizt sich halt gut auf und gibt dann nachts die Wärme ab. Dadurch hat man da besonders gute Möglichkeiten für den Wein. Du solltest doch nicht so viel da reinschütten. Naja, und deshalb ist das halt besonders gut. Aber wenn man halt auch bei OpenStreetMap nachguckt, dann sieht man natürlich, Forster Ungeheuer ist nur eine ganz kleine Lage. Und die Lagen drumherum sind nicht so berühmt, sind aber ebenfalls an der Bruchkante. Und das führt natürlich dazu, dass eben auch die anderen Weine dort aus Deidesheim, aus der Gegend zwischen Deidesheim und Kallstadt, wirklich ganz hervorragend sind, weil die alle diese privilegierte Lage haben. Vielleicht nicht alle. Also sind da schon, ist da schon eine große Zone, aber die wichtigsten, ich habe es jetzt auch für Langenmorgen nicht nachkontrolliert, sind halt alle in dieser Bruchzone und von daher alle wirklich hervorragend. Also haben jedenfalls ein gewisses Privileg, was die Anbauzone angeht, dass man da besonders gute Bedingungen hat. Genau. Vielleicht noch zwei, drei Daten zum Weingut. Kimmich hat ungefähr 10 Hektar. Das ist jetzt nicht ja so ein mittelgroßes Weingut, würde ich sagen. Mhm. In der Pfalz macht 70% Riesling. Also die Rieslingarten bei dem sind natürlich sehr beliebt und auch sehr anerkannt. Der Riesling hat jetzt 13% Alkohol, ist von 2015, also ist noch ein sehr, sehr junger Riesling. Ist aber auch ein Riesling, der ist nicht lagerfähig. Das bedeutet, man sollte ihn innerhalb von 3 bis 5 Jahren trinken. Das heißt, ihn jetzt irgendwie 10 Jahre liegen zu lassen, kann dem Wein nicht gut tun. Mhm. Also man kann natürlich Glück haben und sagen, er entwickelt sich nochmal, aber er ist eigentlich so designt bzw. gemacht worden, dass er für den schnellen Verbrauch ist. Es ist genau. Man kann übrigens auch das erkennen, dass es ein junger Wein ist, weil der noch so ein bisschen mussiert, also leichte Blasen wirft. Man sieht das an der Flasche, man sieht es hier auch im Becher. Und das ist halt auch ein Zeichen dafür, dass es ein junger Wein ist. Also es gibt auch ältere Weine, die das Phänomen zeigen, aber insbesondere jüngere Weine zeigen das. Und beim Riesling ist es sicherlich ein Zeichen für die Jugend. Man muss eben auch noch dazu sagen, 2015 ist auch ein exzeptioneller Jahrgang. Also sehr, sehr gut. Es gilt ja immer die Faustregel. Ungerade Jahrgänge sind besser als gerade Jahrgänge. Das hat sich irgendwie die letzten Jahre immer wieder bewahrheitet. Aber 2015 ist ein wirklicher Ausnahmejahrgang, gerade in der Pfalz. Das heißt also, wer jetzt Wein kauft, tut gut daran, denn jetzt gibt es den guten Wein. Ne? Also bei Weißwein. Bei Rotwein sprechen wir nachher noch, dass da sieht die Lage etwas verworrener aus, obwohl auch da 2015 natürlich ein exzeptioneller Jahrgang ist, aber da gibt es noch ein anderes Problem, da kommen wir dann noch drauf. Aber bei Weißwein kann man sich nicht vertun, wenn man jetzt Wein kauft und einlagert, am besten dann auch lagerfähigen, dann hat man lange was davon. Und ich glaube, eine bessere Geldanlage gibt es nicht, denn wenn man die nicht braucht, trinkt man sie einfach aus. Genau. Qualitätsstufe ist Cabernet, also ist schon eine höhere Qualitätsstufe des Weines. Es wird von der Beschreibung her ein typischer Riesling sein. Also Riesling ist immer sehr, sehr säurebetont, sehr frisch. Typische Riesling-Aromen sind Zitrusfrüchte, ist grüner Apfel, ist eine kräutrige Art. Mhm. Das werden wir auch gleich bei diesem Wein merken. Der hat wirklich die Urnoten eines Rieslings. Also das ist kein Experimentalriesling. Man kann natürlich auch Riesling in eine ganz andere Richtung ausbauen, aber dann verliert er den typischen Geschmack. Meistens auch ein bisschen. Man merkt es schon beim Aroma übrigens. Es riecht schon so kräutrig. Also du solltest mal dran riechen und mir sagen, was es, an was es dich noch erinnert. Es erinnert mich an etwas, was ich gar nicht aussprechen möchte hier. Sag mal. Ich würde sagen Gras. Ja, es riecht grasig ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, nun habe ich mehr damit zu tun als du, es riecht ein bisschen nach Sperma. Okay. Finde ich. Okay. Ich probiere. Also ganz sonderbarer Geruch. Aber interessant. Naja, gut. Hängt davon ab, was man mag. Oh ja, Aroma typisch Riesling. Trocken, kräftig. Ja. Ja, auch würzig. Würzig, sehr lang im Abgang, man merkt, sehr bleibt, kräutrig. Er bleibt sehr scharf noch auf der Zunge. Ist, also ich finde sehr bedauernd, ist der grüne Apfel. Merkt man. Also für mich ist der zu trocken. Oh, da ist er richtig, der brennt ja richtig im Hals. Ja, der ist wirklich lang. Also das ist unanhaltend. Also das ist auch im Nachgeschmack sehr anhaltend. Es gibt ja dieses berühmte Riesling-Schwänzchen. Das ist der Nachgeschmack beim Riesling, dass man den also noch merkt, wenn man schon runtergeschluckt hat. Und das habe ich selten so ausgeprägt gemerkt wie hier. Also das ist, glaube ich, ein Riesling, den man auch als Nicht-Weinkenner sofort als solchen erkennt.
Ist auch, glaube ich, ein Riesling, dann, damit sollte man nicht in die Riesling-Welt einsteigen. Für Fortgeschrittene. Man merkt auch, das ist ein Riesling, das ist auch ein guter Begleiter zum Essen, zum kräftigen Essen. Man denkt jetzt zu Weißwein ja häufig irgendwie leichte, delikate Sachen wie ein Fisch oder irgendwie Spargel oder irgendwas in der Richtung. Dazu kann man auch mal ein Leberwaschbrot essen, also ein Leberwurstbrot, was in der Pfalz sehr beliebt ist. Oder wirklich mal Eine Stulle, genau. Sehr kräftige Speisen auch begleiten kann. Weil der geht halt dann nicht unter. Also der ist dann nach wie vor präsent. Mhm. Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist sogar einer, den man eben als Rotweinersatz trinken kann. Es gibt ja Leute, die können keinen Rotwein trinken oder mögen keinen Rotwein trinken. Und da ist es wirklich ein Ersatz. Weil der wirklich so prägnant ist, dass man sogar beim Fleisch, glaube ich, noch was davon hat. Oder sogar zum Käse. Ja. Wo ja viele Leute sagen, das sei ein Sakrileg, Weißwein zum Käse zu das trinken. Ist falsch, ja. Aber ich finde, den kann man wirklich auch zu einem kräftigen Käse essen und sogar zur Blutwurst. Ja. Ja. Also tote Oma, wenn ich weiß. Da passt der auch. Also der ist wirklich sehr, sehr dominant und stark. Als Schorlewein wäre der bestimmt exzellent, aber ich glaube, mir zu schade. Du hast mir so viel eingeschüttet, dass ich den Rest eigentlich auch mal als Schorle probieren kann. Ich habe doch extra... Ah, wir sind ausgestattet. Sehr gut. Ah, aber das ist, glaube ich, der Stille, ne? Das wäre jetzt doof. Ja, das Stille ist. Naturell, kannst du nicht als Schorle nehmen. Ich trinke einfach aus. Nee, geht nicht als Schorle. Das ist, ja, schade. Na gut, aber kann man ja nicht testen. Wichtig ist natürlich immer zu neutralisieren. Ich bin noch nicht so weit. Ja, mach du mal. Das verlangst du von mir, das so reinzuschütten? Ach, Quatsch. Du hast wirklich einen schlechten Einfluss auf mich. Auf den Konsum? Naja, also ich trinke zu viel in deiner Gegenwart und ich esse zu viel in deiner Gegenwart. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Er hat mich mal bekocht für längere Zeit, weil er auf Wohnungssuche in Berlin war und bei mir übernachtet hat. Und da habe ich tatsächlich 3 Kilo zugenommen. Ah, da kommt Schorle. Oh, super. Ah, vielen super. Lieben Dank. Oh, das ist ja perfekt. Jetzt testen wir Schorle. Ja, testen wir Schorle. Also wie war die Regel? Auf vier Finger? Also die Pfälzer Schorle ist im Prinzip 4 Finger breit Wein und dann 4 Finger breit Wasser. Und damit es nicht verwässert wird, macht man mal einen Schuss Wein obendrauf, weil sonst stimmt ja das Verhältnis nicht. Das heißt, ich kann hier jetzt nur in homöopathisch Wasser rein tun. Obwohl bei homöopathisch es ja umgekehrt ist. Also, übertreib's nicht, gell? Nein, Schlucken mehr muss ich sagen. Naja, bin ich mal gespannt. Ja, das Weingut Kimmich, vielleicht mal 2, 3 Worte dazu. Sitzt in Deidesheim, wie ich schon sagte. Deidesheim ist als Weinort auch, würde ich sagen, in der Pfalz eines der besten Orte. Man unterschätzt es komplett. Das ist ein kleines, was ist ein, ja, ist es ein Städtchen oder ist es ein Dorf noch? Das ist ein kleines Dorf. Ist schon Stadt. Stadt? Ja. Hat Stadtrechte, ja. Das habe ich aus der Wikipedia. Wenn ich irgendwo hinkomme, lese ich mal die Wikipedia. Sehr gut. Oh, ist ja. Sehr guter Schorle. Das ist richtig so der Ersatz für das, was die Leute immer nach dem Sport trinken. Das isotonische Getränk. Ja. Das ist ein echtes isotonisches Getränk. Mit wenig Alkohol. Und Deidesheim beheimatet sehr, sehr viele Top-Weingüter. Kimmich ist zu den letzten Jahren auch mit zu den Top-Weingütern in Deidesheim geworden, weil die einfach eine hervorragende Qualität liefern. Ehrlich gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht immer, aber es kommt einfach mit dem... Man kriegt schon Qualität. Ich habe da auch gekauft und ich kaufe nicht, wenn ich finde, dass es nicht passt. Ja, okay, der hat natürlich auch verschiedene Qualitätsstufen, auch verschiedene Preisstufen, aber generell hat er sich natürlich auch schon eher ins obere Segment entwickelt. Mhm. Das ist schon einer der Weingüter, wo man jetzt sagen kann, da kann man auch mal guten Gewissens einkaufen. Durch den Generationswechsel da ist es auch ein bisschen lockerer geworden. Kimmich war, kann mich erinnern, sehr staubig, also es war sehr altbacken und so weiter. Mittlerweile ist es halt durch die Wine Changes Generation wirklich zu einem Weingut gegangen, da kann man hingehen, das ist ja, sag ich mal, auf einem ganz lockeren Niveau, nicht abgehoben, das sind ganz freundliche Menschen, die zeigen auch gern viel, man kann viel probieren, es ist ein sehr, sehr lockerer Umgang, also es ist jetzt nicht ein Weingut, die wir auch schon erlebt haben, wo man hingeht und dann wirst du erstmal mit der hohen Nase angucken, was wollt ihr eigentlich hier? Ja, es gibt ja, also weil du Wine Changes ja erwähnt hast, es gibt da ja unterschiedliche Richtungen. Ne? Ja. Also es gibt halt die Richtungen, die dann sagen, wir machen jetzt alles auf polierten Stahl und so und
das muss jetzt alles ganz anders aussehen. Und es gibt halt die, die sagen, naja, wir machen das schon anders und neu, aber ja, irgendwie so in der Tradition. Ja. Und ja, es ist dann für jeden Geschmack was dabei, sozusagen. Genau. Kimmich, also auch für Leute, die nicht vor Ort kaufen können, er verschickt auch, also man kann auch die Möglichkeit haben, da online einzukaufen. Das, ja, ist nicht das machen, mittlerweile fast alle. Ist auch heutzutage Wein online zu kaufen, gar kein Problem. Also man muss sich keine Gedanken machen, dass der nicht am Stück ankommt. Die werden mittlerweile sehr gut verpackt und da muss man sich wirklich keine Gedanken machen. Ja, und sonst auch der Versandhandel der eigenen Wahl. Wir wollen jetzt keine Schleichwerbung machen. Ja. Wenn der etwas größer ist im Angebot, hat er auch die guten Weine aus der Pfalz alle drin. Ja. Und oft, wie ich selber mal ermittelt habe, dann auch gar nicht so viel teurer. Ja. Zumal, ja sonst, wenn du direkt beim Winzer bestellst, auf Versandgebühren dazu kommen noch, die möglicherweise, wenn du das richtig hinbekommst, bei deinem Großhändler so sind, dass du vielleicht ja, passieren irgendwelche Dinge im Hintergrund, die dann gar nicht, ja, wo es dann am Ende günstiger ist, weil du halt möglicherweise die Versandgebühr sparst. Genau. Das sind auch noch so Überlegungen. Also man sollte schon vergleichen, wenn man im Internet kauft. Und natürlich ist es beim Winzer immer am besten, aber wenn man weiß, was man will, ist es im Internet manchmal auch ganz gut, verschiedene Anbieter anzuklicken. Genau, mal zu klicken. Das ist, also da auch da lohnt sich auf jeden Fall der Preisvergleich, weil teilweise kann es doch sehr stark variieren. Ja. Gut, wir machen weiter. Wir gehen etwas mehr in den Süden, schon fast ans Elsass ran. Wir haben jetzt noch ein zweites Weingut, was ich persönlich nicht kenne. Also ich kenne es jetzt nur aus den Recherchen und aus, ja, aus von der Flasche jetzt her. Ist aber auch ein Pfälzer. Ist auch ein Pfälzer Weingut. Oder Südpfalz. Südpfalz, also ist in Schweigen. Und Schweigen ist das Weintor, da praktisch kann man durchfahren, das ist von der Winzergenossenschaft. Und Schweigen ist quasi die Grenze zum Elsass. Und hat natürlich auch sehr, sehr hervorragende Lage da im Elsass. Auch ganz viel Muschel-Kalkstein-Boden, was natürlich sehr mineralische Eigenschaften hat. Ja. Und dementsprechend auch sehr hervorragende Weine produziert. Hervorragende Rieslinge, aber auch Burgundersorten. Man überschätzt das in Deutschland, dass wir Deutschen auch hervorragende Burgundersorten machen können. Mhm. Man sieht schon an der Flasche, das ist nämlich eine typische Burgunderflasche. Genau. Dass man da wirklich einen sehr, sehr guten Wein auch hinkreieren kann. Der Wein soll, also es gibt da immer so eine kleine Beschreibung, gucken wir mal, ob das so stimmt. Ja, was zeichnet diesen Wein aus? Erstmal, er hat eine hervorragende Auszeichnung bekommen. Also natürlich werden Weine prämiert und es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Maßstäbe und verschiedene Ranking-Systeme. Der hat zum Beispiel jetzt von 100 Eichelmann-Punkten. Eichelmann ist so ein Weintester. Es gibt ja zu Vergleich mit dem Whisky, Michael Jacksons Whisky Guide, ist halt Eichelmann einer der vielen Weinbewerter. Hat er 88 Punkte bekommen. Das hat nichts zu heißen. Also wir haben ja auch schon festgestellt, dass Weine, die extrem prämiert und gehypt wurden, uns einfach schlichtweg nicht schmecken. Also auch da ist es meistens ein guter Indikator, um zu wissen, okay, was holt man da oder was probiert man da, aber man sollte sich letzten Endes auf seinen eigenen Geschmack verlassen. Man müsste noch ergänzen, wir haben vorhin noch nicht gesagt, warum der Langenmorgen was mit Zahlen und Maßen zu tun das hat. Das stimmt, ja. Langenmorgen ist natürlich ein altes Flächenmaß. Der Morgen, nämlich 11.000 Quadratmeter ungefähr, das Flächenmaß war bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Gebrauch, dann später ersetzt durch die metrischen Maße eben. Und da erinnert der Name Langenmorgen noch an das Flächenmaß. Und Langenmorgen, ja, kann natürlich sein, dass es besonders lang gestreckt ist, aber möglicherweise hängt es auch damit zusammen, dass das Flächenmaß Morgen nicht so exakt ISO standardisiert war wie Hektar. Und es da unterschiedliche Morgen gibt, wahrscheinlich mit unterschiedlichen Maßen. Bei diesem Wein jetzt, zu dem wir jetzt kommen, da habe ich ihn lange gesucht, wieso da was mit Zahlen ist. Also das Etikett, wenn man sich das anschaut, zeigt einen Fuchs unter einer Weinrebe, auf der auch noch ein Rabe ist. Das ist angelehnt an eine Fabel von
Aesop, dann in Europa bekannt geworden durch die Fabeln von La Fontaine, also eigentlich so ein bisschen die französische Tradition, wo es um den Fuchs und den Raben geht. Le Renard et le Corbeau auf Französisch. Genau die Fabel habe ich jetzt nicht in Erinnerung, das wollte ich noch nachschlagen. Das müssen jetzt die Hörer selber tun. Und da fragt man sich, wie kommt es zu diesem, was hat das mit Zahlen zu tun? Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es so ein, dass dieses Weingut so eine Top-Bewertung hat. Es hat nämlich im Gomio, das ist halt der führende Weinbewerter, also ein Buch von französischen Journalisten ursprünglich rausgegeben. Es gibt jetzt auch eine deutsche Variante davon. Das ist so, glaube ich, erstmalig als Restaurantführer in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts erschienen, von zwei Journalisten, dem Go und Mio, die im Gegensatz zu Michelin, das ist ja der andere Restaurantbewerter, eben auch immer Texte dazu geschrieben haben und dafür bekannt waren und auch immer noch sind, dass sie böse Texte schreiben. Das ist eher ein so schlecht bewerter Buch. Also wo wirklich auch Sachen drinstehen. Und ich habe es einmal bei einem Restaurant mir angeschaut und es stand da drin, irgendeine Formulierung, der Service ist übertrieben, man kann gar nicht genug, schnell genug trinken, wie aufgefüllt wird. Und genau das war auch so, das haben wir dann auch so erlebt. Also es ist tatsächlich was dran. Und die machen halt nicht nur Restaurants, sondern dann, also nicht von Anfang an, dann später dann auch Wein. Und die haben zwei Bewertungssysteme, einmal das 100-Punkte-System, von dem wir gerade schon bei Eichelmann gehört haben. Also man bewertet nach 100 Punkten, 100 ist am besten. Und Gomio ist immer dafür bekannt, sparsam mit den Höchstbewertungen zu sein. Und sie haben auch noch für die Betriebe Bewertungen. Und sehr patriarchisch auch sind. Also die sind, was außerhalb von Frankreich ist, ist erstmal prinzipiell schlecht oder schlechter. Alles, was außerhalb Frankreich ist, ist erstmal schlecht. Genau. Das ist klar. Und da hat er eben vier sogenannte Reben. Reben. Genau. Ja, vier Reben. Und diese vier Reben sind sogar abgebildet hier. Meine Güte. Das ist halt eine ziemlich hohe Bewertung, obwohl wir inzwischen nachgeforscht haben, dass es in der Pfalz mehrere gibt, die sogar fünf haben. Von denen aber auch manche so ein bisschen außerhalb unserer finanziellen Möglichkeiten sind. Also da gibt es dann schon auch hochpreisige. Und das ist halt wirklich jetzt laut Gomio eines der besten. Zwar nicht mit fünf, sondern mit vier Reben. Und also 88, bei Gomio hat er keine Zahl, aber 88 bei Eichelmann ist natürlich schon auch eine Top-Wertung für den deutschen Wein. Und da bin ich also jetzt wirklich sehr, sehr gespannt. Ja. Genau, ich kann noch zwei, drei Sachen zum Weingut sagen. Weingut Friedrich Becker hat im Prinzip schon 22 Hektar an Flächen, also schon bedeutend größer als Kimmich. Man merkt auch so im Etikettdesign, das sieht man immer, auch die Unterschiede. Hier jetzt Friedrich Becker eher traditionell, ganz einfaches Etikett. Naja, aber mit der Zeichnung und so. Das hat schon was, da steht nicht einfach nur ein Name drauf. Das ist richtig, aber es ist halt vom Design her, wenn man jetzt das mal zu Kimmich vergleicht, ist es eindeutig etwas traditioneller und gedeckter. Genau. Das merkt man schon. Das ist ja auch meistens auch ein Indikator für im Supermarkt oder beim Einkaufen. Man kauft natürlich auch schon ganz gerne mal nach Etikett, was sieht denn so ein bisschen hochwertiger oder besser aus. Ansonsten sind alle Sachen drauf, die draufstehen müssen. Hatte ich vergessen zu sagen. Beide Weingüter sind VDP-Weingüter, also ich muss mal nachgucken, was VDP eigentlich ausgesprochen ist. Ein deutscher Winzer, aber. Nee, Verein deutscher Prädikatsweine, genau. Sind also, gehört auch beides, sind halt so ein paar Qualitätskriterien zu erfüllen, was natürlich aber auch dazu führt, dass eine gewisse Mindestkosten für so einen Wein anfallen. Das heißt, es gibt auch, die VDP gibt auch vor, dass ein Wein wenn ein VDP-Wein ist oder ein VDP-Weingut ist, bestimmte Weine es ab einer bestimmten Preisklasse geben soll. Ob das gut oder schlecht ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall sind es beides VDP-Weingüter. Ich persönlich halte davon nicht so viel, aber das ist eigentlich meine persönliche Meinung. Also zum Gomio kann man vielleicht auch noch sagen, dass die ins Gerede gekommen sind, weil sie ihre gut bewerteten Weingüter dann auffordern, Geld zu bezahlen für die Veröffentlichung. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Aber gut, das muss man natürlich auch mit einrechnen. Dann wird der Wein natürlich teuer, wenn die dafür auch noch bezahlen müssen. Also das ist das Negative bei Gomio. Es gibt noch andere Vorwürfe, die Gomio gemacht werden. Nämlich, dass es eine offene Weinbewertung ist, also kein Blindtest.
Gut, wenn man dann das genau anschaut, was Gumio selber schreibt, dann sagen sie, dass sie Teilblindtests machen. Also bei den Spitzenweinen, okay, also so ein bisschen versuchen sie schon, ihr Image aufzumöbeln. Aber gut, es ist natürlich alles immer mit Problemen behaftet. Also auch die Medaillen für die Weinprämierung. Ja, das ist das, auch. Da sieht man ja oft, da ist so ein Aufkleber drauf. Landesmeisterschaft, also gibt es dann so Qualitätsklassen wie Gold, Silber, Bronze, ja. Genau. Und dann kann man natürlich so einen Wein für die Prämierung anstellen, nennt sich das. Das bedeutet also, wenn jetzt eine bestimmte Weinart jetzt in einem Jahr nicht zu viel angestellt wurde, kann man also eher eine Prämierung bekommen, als in einem Jahr, wo halt alle ihren Wein einstellen. Also es ist auch eher so ein bisschen. Und man kann sich immer wieder anstellen. Genau, richtig, das geht auch. Okay, jetzt trinken wir einen Weißburgunder. Man sieht das auch schon an der Farbe. Ja. Das ist also die Burgunderfarbe ist etwas kräftiger. Etwas kräftiger, ja. Auch frisch, aber auch hier so ein bisschen musierend werden, aber sehr viel zarter. Genau. Also nicht feinperliger. Feinperlig, genau. Also hier haben wir nochmal den Wein. In der Flasche sieht man es auch. Man kann das, glaube ich, direkt im Nebenvergleich, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Also hier in der Burgunderflasche, in der dickeren, ist es halt sehr feinperlig und hier, wo der jetzt schon ein bisschen steht, sind die Perlen, also ist etwas größer. Also gibt da doch ganz interessante Unterschiede. Deshalb also anschauen des Weines ist wirklich auch immer eine gute Idee. Genau. Auch ein 2015er Wein, also auch ein sehr frischer Wein. Das Gute ist an Burgunderweinen, sie sind eher lagerfähig. Ja. Also so ein Burgunderwein kann man 5 bis 10 Jahre problemlos lagern. Also der kann sich auch noch sehr, sehr gut entwickeln. Mhm. Die Besonderheit bei diesem Burgunderwein, dass er natürlich eine Qualität bekommt, weil er nochmal im großen Holzfass gelagert wurde über ein paar Jahre, über ein paar Monate, um halt dem noch eine gewisse Reife und eine gewisse Intensität zu geben, die man auch vom Burgunder verlangt. Man verlangt ja vom Burgunder, das sind ja auf der einen Seite sehr filigrane Weine, aber auf der anderen Seite auch mit sehr, sehr viel Struktur. Und den kriegt es halt über das Holzfach meistens. Ja, also das Aroma ist auch, also das Bouquet ist auch interessant. Mhm. Also es wirkt gleich, also es ist nicht so kräuterhaft, sondern das ist wirklich, also man hat den Eindruck, dass da jetzt schon was Fruchtigeres kommt. Also fruchtiges Aroma, also mehr so beerenartig und nicht so zitrusartig. Genau. Also wir müssen sehen, wie er dann schmeckt. Ja, probieren wir. Ich habe schon mal probiert. Und nehmen wir einen Schluck und lassen wir mal wirken. Der ist auch sehr lang, der kommt auch nochmal richtig schön im Hals. Ja. Der wirkt zunächst unauffällig. Ja. Und dann merkt er, kommt die Power. Faltet der die Wirkung. Ja. Wie viel Alkohol? 13%. Aber er wirkt alkoholischer als der erste. Ja, definitiv. Also er wirkt sehr, sehr viel alkoholischer. Ja, das ist erstaunlich, dass er auch nur 13 hat. Ich finde, die Säure ist jetzt zurückhaltend. Zurückhaltender, genau. Also das ist schon einer, der mehr so nach meinem Geschmack ist. Also ich persönlich bin ja nicht so ein großer Burgunder-Fan, aber ich finde ihn sehr lecker. Also ist wirklich sehr lecker. Ja, die Fruchtigkeit ist angenehm. Ja, Fruchtigkeit ist Stachelbeere. Stachelbeere, ah ja. Stachelbeere, ja, das kommt hin. Das kommt hin. So ein bisschen diese Schärfe. Also nicht ganz so eine ganz süße Frucht, also schon ein bisschen so. Ja. Also Stachelbeere ist wirklich eine gute Beschreibung. Das ist noch nicht so richtig heftig beerig ist, sondern so dezent beerig. Genau. Das ist die Stachelbeere, ja. Für hochkarätige Weine gibt es meistens so ein Expertisen- oder Datenblatt. Die Säure ist 6,9 Gramm pro Liter, also hat schon ein bisschen Säure. Ja. Restzucker, darum ist er auch trocken, hat 4,1 Gramm. Ja. Und die ideale Trinktemperatur, darum ist er bei uns ein bisschen zu warm, was ich aber jetzt nicht schlimm finde, wäre 7 bis 10 Grad, aber ich finde, das tut dem Ganzen nicht mehr. So, vielleicht geht's genau. Also knapp drüber. Und den waren ja vorher gekühlt. Genau, die waren ja im Kühlschrank die ganze Zeit, haben wir gut runtergekühlt, dass die auch hier sehr, sehr gut genießbar sind. Ja, ein schöner Wein, aber wirklich gut. Noch zwei Fakten zu dem Wein. Also der Weinberg, der Kalkstein, liegt halt auf der deutschen und der elsässerischen Seite. Ist halt Muschelkalkgestein mit Ton. Das heißt, dementsprechend hat es viel Aromen, aber durch den Ton hält es natürlich auch gutes Wasser und die Wärme auch sehr gut. Und dementsprechend hat man halt
bei den Weinreben halt selten das Problem, dass die irgendwie erfrieren oder kaputt gehen durch Frost. Und dementsprechend hast du halt das ganze Jahr über eigentlich da wenig Probleme. Und da es im Übergang von Schweigen ins Elsass so ein Tal runtergeht auch, ist es auch ganz gut, weil der Weinberg auch gut belüftet wird. Das heißt, auch Ungeziefer und Vögel und so weiter setzen sich da nicht so gut ab wie bei anderen Weinbergen, wo halt windgeschützt ist, im Wald außenrum. Das heißt, da mögen es eher mal die Vögel und die, das ganze Ungeziefer sich da einfach mal einzunisten. Naja, aber es ist noch ein Unterschied. Also Vögel sind gar nicht so schlimm. Das stimmt, ja. Weil Vögel nämlich auch ein bisschen was von den Weinbeeren fressen. Und dadurch wird der Wein reduziert an der Rebe. Und dadurch hat die Rebe natürlich mehr, also der Stock der Rebe, Stock mehr Kraft für das, was noch dran ist. Und das erhöht die Qualität des Weins. Das ist natürlich auch richtig. Also meistens picken halt die Vögel dann auch die faulen Weintrauben ab. Süßer sind. Und dementsprechend hat halt, da kommt da mehr Luft dran und der Rebstock kann halt dann mehr Kraft in die vorhandenen Trauben reinstecken und dementsprechend gibt es meistens dann auch mal einen Qualitätsboost nach oben. Ja, einer unserer Spezialweinlieferanten hat ja auch eine Lage, die direkt im Vogelschutz gibt. Genau. Ja, also das hat Vorteile. Mehr wird jetzt nicht verraten. Also ein sehr leckerer Burgunderwein, muss ich mal sagen. Also ja, könnte mir auch schmecken. Er hat auch schon was Elsässisches, würde ich sagen. Ich trinke nicht so oft Wein aus dem Elsass, aber der hat auch so ein bisschen diesen Charakter, den man da hat. Also schon so ein bisschen Richtung Frankreich sozusagen. Ja. Ich glaube, der wird auch richtig gut in den Flammkuchen gehen. Ich denke auch. Zwiebelkuchen. Ja, oder so Zwiebelkuchen. Oder Pfälzer. Das haben die da ja auch. Ist eigentlich auch ein Burgunder, der ist, also ich glaube auch für Burgunder-Einsteiger relativ einfach zu trinken, weil der ist nicht so hart. Manche Burgunder, Weißburgunder, sind ja wirklich so, also so ein Dampfhammer. Und der ist wirklich sehr, der hat schon eine komplexe Struktur, aber der ist nicht so lapidar und aber auch nicht auf der anderen Seite so krass komplex und heftig, wo du denkst, du trinkst ein Glas und boah, weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Geschmack hin. Also der ist schon gut. Ja. Ich finde, der riecht auch total super. Ja. Der ist richtig lecker. Und man muss natürlich auch sagen, die Burgundertraube ist natürlich eine sehr traditionelle, alte Traube, der sogenannte Elbling von Albus Weiß. Und das ist natürlich auch eine, die schon seit der Römerzeit im Grunde angebaut wird. Ja. Und von daher, ja, das hat eben das Romanische, weil sie eigentlich von den Römern kommt. Wir hatten das schon mal in einem anderen Podcast, dass es dann da in Deutschland noch eine andere Tradition gab. Also von daher das Romanische, was man ausspricht. Ja, finde ich. Ja, ganz toller Wein. Also wirklich. Schmeckt wirklich sehr gut. Ja. Ja. Was haben wir noch? Ich habe noch irgendwas aufgeschrieben. Was haben wir dazu aufgeschrieben? Ja. Also ich kann ja sonst noch mal, das hatte ich schon im anderen Podcast erzählt, also die deutsche traditionelle Traube, die es heute gar nicht mehr gibt im Anbau, hieß eben Heunisch und was heißt Deutsch? Also da gab es Deutschland noch nicht, als das angebaut wurde. Das ist auch einer der Urväter des Elblings, der halt dann in romanischen Ländern, das ist also eine Kreuzung aus verschiedenen Weinen, an denen auch der Heunisch beteiligt war. Also eine edlere Sorte, die dann halt bei den Römern beliebt war und der Weinbau in der Pfalz geht ja auf die Römerzeit zurück, von daher hat das auch eine gewisse Tradition. Genau. Ja. Ich versuche nochmal den, ich mache nochmal den Schorle-Test. Ja, ich mache keinen Schorle-Test, ich mache gleich die Spülung. Naja, du trinkst so schnell. Ich trinke nicht schnell, wir haben auch nur eine Stunde Zeit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben wenig Zeit. Aber wir haben ja also nur einen. Genau, das ist ja ganz gut. Normalerweise nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit bei der ganzen Geschichte. Also wer unsere anderen Podcasts kennt, das. Das kann schon mal 3 Stunden dauern, aber es gibt ja die doppelte Geschwindigkeit zum Abhören. Wir sprechen auch langsam. Und dementsprechend müssen wir uns heute so ein bisschen mal noch kompaktieren.
Als Schorle schöner. Ja? Ja. Mehr so eine fruchtige Schorle. Nicht mehr so wie so ein isotonisches Getränk, sondern mehr so, ja, wie ja, eine Fruchtschorle. Eine Fruchtschorle, ja. Also sehr angenehm. Auch erfrischend. Ich glaube, für den Sommer das Richtige. Unter den Scheinwerfern ist es ja quasi hier wie so. Ja, ja. Ja, ja, klar. Ja. Ja, also ganz kurz noch so, man kann mal sagen, zu den Preisgefügen von diesem Weingut. Es gibt hier eine kleine Liste, wie so die Weine anfangen. Also das sind auch, der hat richtige Spitzenlagen, so dementsprechend Traditionsweine. Da gibt es auch Weine, bei denen die problemlos schon dann locker dreistellig kosten. Ja. Also dass man mal weiß, in welcher Liga da unterwegs ist. Ja, ja. Aber dieser Wein ist natürlich auch frei erwerblich. Ne? Der ist genau. Nicht exklusiv für die BASF. Nee, das ist richtig. Ich glaube auch irgendwie 20 Euro die Flaschen normalerweise. Ja? 22 Euro. Ungefähr so, knapp über 20 Euro. Der Kimmich liegt auch bei knapp 20 Euro. Ja. Und der nächste Kandidat, der liegt schon etwas höher. Den habe ich gesehen, war so im... Das hängt so ein bisschen vom Jahrgang ab auch. Genau. Der liegt so im Durchschnitt bei... Also ich habe gesehen, dass es da manche Jahrgänge gibt von dem, der jetzt noch kommt. Ja. Die gehen schon so bei 16 Euro los, ja. Aber es geht dann schnell sehr hoch. Genau, ich glaube, der liegt so bei, also hier ist ein Average Price von 29 Dollar. Ja, vielleicht so 25 Euro wäre vielleicht so der deutsche Marktpreis dafür. Ja, denke schon. Also dementsprechend, da ist dann dieses Weinabo natürlich auch gesponsert ein Teil. Ja, also ja, das natürlich. Ist halt nicht, dass es das irgendwie... 30 Euro drei Flaschen, die sonst um die 20 kosten, natürlich schon eine gute Sache. Jetzt driften wir in ein ganz anderes Land ab. Das ist ja jetzt so deine Liga, wo du dich besser auskennst. Ja, wir kommen nach Aragonien. Aragon war mal ein wichtiges Reich, was praktisch im ganzen Mittelmeer geherrscht hat. Aber das Kernland liegt eben hier auf der Iberischen Halbinsel. Gehört jetzt zu Spanien. Nicht so, ja, wenn man sich vorstellt, da gibt es die Küste mit Katalonien und praktisch hinter Katalonien zwischen Katalonien und Kastilien, nicht Aragon. Und da kommt dieser Wein her, aus einem kleinen Ort dort. Steht auf dem Beipackzettel, wenn du noch mal, wenn du den gerade da hast. Der kommt aus Langa, kann es sein? Nee. Langa ist das Weingut. Okay, dann ist es Katalanjut oder so? Also ähnlich. Also jedenfalls. Kalatayajut. Genau, also das, also aus einem kleinen Ort dort in Aragonien. Und mit dem hat es viele Besonderheiten auf sich. Man sieht schon, hier sind viele Zahlen drauf und da steht hier auch Pi. Und diese Zahlen sind einfach die Stellen von Pi, die da alle abgedruckt sind, bis zur, ich weiß nicht wievielten Stelle, aber ziemlich lang. Und der Wein heißt auch Pi. Warum heißt der Pi? Der Wein heißt Pi, weil exklusiv nur dieser Wein wird auf einer Anbaufläche von 3,1415 Hektar angebaut und das entspricht halt der Zahl Pi und dementsprechend hat man gesagt, okay, weil der Wein so exklusiv ist, auf diesem kleinen Anbaugebiet nennt man auch den Wein Pi und im Vergleich, warum nur 3,1415 Hektar ist. Das ist in der Pfalz schon ein kleines Weingut. Das ist also eigentlich schon relativ viel. Liegt daran, dass das ganze Weingut ca. 70 Hektar hat. Also bedeutend mehr als alle anderen Weingüter, die wir zusammen vorher getrunken haben. In Spanien gibt es natürlich große Weingüter. Genau. Obwohl natürlich Aragonien schon ein bisschen gebirgig ist. Und dann die Weingüter klein werden. Also es gibt in Spanien sowohl kleine wie auch große Weingüter. Und gerade in den gebirgigen Lagen. Also Ribera del Duero ist halt gebirgig und auch Rioja ist gebirgig. Da gibt es dann zum Teil auch sehr kleine Weingüter. Aber die Tendenz in Spanien insgesamt ist eher zu größeren. Genau. Von daher, also 3,1415 Hektar hat schon was Exklusives. Wie gesagt, du hast ja gesagt, das Weingut Langa ist insgesamt größer, aber dieser Wein wächst hier nur. Und wenn wir sagen, dieser Wein, meinen wir damit halt tatsächlich diese Rebsorte. Die Rebsorte Conejon, das ist also eine der spanischen Rebsorten, die wächst nur hier. Also nur auf diesen wenigen Hektar. Und was ist jetzt das Besondere an Conejon? Es handelt sich da um eine Mutation, also nicht irgendwie gentechnisch bearbeitet, sondern eine spontane Mutation der Tempranillo-Traube. Tempranillo ist ja die Rebsorte, die ziemlich wichtig ist in Spanien, vielleicht sogar die wichtigste, ich glaube, es ist die wichtigste. Die wichtigste, ja.
Und hier handelt es sich um eine Mutation und diese Mutation ist nur dort, hat nur dort stattgefunden und wächst halt nur dort, gilt aber als was Besonderes. Ja, das heißt also, wir haben jetzt wirklich was ganz Exklusives mit diesem Wein mit dem Namen Pi. Ja, ist eigentlich ein schöner Name, es hat auch irgendwas mit Zahlen zu tun. Klar, nämlich mit der Kreiszahl, in der wir ja mittlerweile wissen, dass es Leute gibt, die die abschaffen wollen, ja, und ersetzen wollen durch Tau, was 2Pi entspricht. Ich bin kein Mathematiker, aber ich habe gelesen, dass es damit zusammenhängt, dass man bei den Formeln mit Pi oft eine 2 drin hat und das ist irgendwie unpraktisch. Und wenn man 2Pi nimmt, dann hat man ja, dann hat man halt ja, die Formeln sehen halt schöner aus. Dann oh, ja, riecht ein bisschen vanillig. Mhm. Auch da jetzt ja, ein kurzer Unterschied, weil hier ist jetzt wirklich ein Korken drin. Die anderen beiden Flaschen waren sozusagen mit dem Long Cap, also dem Drehverschluss. Hat heutzutage nichts mehr mit der Qualität zu tun. Also man kriegt extrem gute Long Cap Verschlüsse, die auch Lagerweine haben. Das ist gar kein Problem. Das Image eines Drehverschlusses ist eigentlich ein schlechtes. Aber vom System her ist es eigentlich viel, viel besser. Ja, für die Gastwirte und für irgendwelche Veranstaltungen ist es besser, wenn man schnell aufgedreht hat. Da muss man nicht erst immer den Korken ziehen. Genau, und er kann auch nicht korken. Also dementsprechend, ja, man hat halt das Naturprodukt Kork ist halt mittlerweile in weltweit sind die Kork-Vorräte auch, was man so bekommt, eigentlich eine relativ schlechte Qualität. Bedeutet, wenn der Kork irgendwelche Einschlüsse hat und irgendwann anfängt zu schimmeln, das heißt, er kann auch dann durchbröckeln. Das heißt, jetzt zieht der Wein zu viel Luft, kann den Wein zerstören. Also es ist immer so ein Glücksspiel, ob das dem Wein gut oder schlecht tut. Also es ist nie ein Qualitätsmerkmal, dass halt ein Wein einen Korkverschluss hat, weil die deutschen Winzer beschweren sich eigentlich, weil was man hier in Deutschland als Klasse 1 Kork bekommt, ist in Portugal quasi schon Klasse 2 oder 3, also das Abfallprodukt. Und dementsprechend sind halt viele deutsche Winzer entweder auf diesen Longcap-Verschluss gegangen oder auf einen Glasverschluss. Es gibt auch einen Glaskorken, der vom System auch ein bisschen edler wirkt als ein Longcap. Ja, aber wirkt nur edler. Der Punkt beim Glas ist halt, dass da auch Silikon drumherum sein muss, damit es wirklich schließt. Genau. Und da haben wir wieder natürlich Kunststoff, die dann irgendwas abgeben, Weichmacher, sonst was. Und so, wenn da dauernd Alkohol draufkommt, ist das auch eine ziemliche Belastung. Und wenn man so Wein lange lagert, hat das auch Nachteile. Das gilt natürlich auch für Kunststoffkorken. Allerdings haben echte Korken und Kunststoffkorken im Gegensatz zu Glas und Schraubverschluss den Vorteil, dass da Luft durch kann und deshalb der Wein auch weiter reifen kann. Genau. Wenn man das will. Gerade bei Weißwein will man das nicht. Da greift man eben gerne mal zum Schraubverschluss. Oder zum Kunststoffkorken, der dichter ist. Man kann ja auch die Dichtigkeit. Die Dichtigkeit kann man mit Kunststoff auswählen. Ja. Genau, das geht. Und bei diesen lagerfähigen alten Weinen, beim Rotwein, der halt wirklich lange lagern muss, was ist das eigentlich für ein Jahrgang? Habe ich es gesehen hier? 2013? Ja. Da ist natürlich, da will man halt so einen Korken haben oder einen bestimmten Kunststoff, der mehr Luft durchlässt, damit sich der Wein noch weiterentwickeln kann. Genau. Mhm. Ja. 14,5% Alkohol, also wir gehen jetzt in der Liga etwas nach oben. Ja. Natürlich typisch für einen Rotwein ist es jetzt nicht viel und nicht wenig, das ist so das Mittelmaß. Im Barrique ausgebaut, das ist eine Sache, mit der ich persönlich ein Problem habe, weil ich jetzt nicht so der Barrique-Trinker bin. Also Barrique ist ein Aber Fass. Das mögen viele, das ist eigentlich der Standardgeschmack. Genau. Barrique ist halt ein spezielles Fass, wo halt Luft zu Fläche 225 Liter ist. Das ist im Weinbau so das Ideale. Und ich bezeichne es als sehr holzern. Der ist auch im echten Barrique-Fass ausgebaut. Es gibt auch Barrique-Fass-Ausbau. Der wird dadurch erzielt, indem du einen Edelstahl-Tank nimmst, also größeres Maß, und machst sogenannte Chips rein. Die werden vorher angeröstet und reingeschmissen. Und dadurch bekommen sie einen Barrique-Geschmack. Aber es ist kein echtes Barrique-Fass. Das mal gesehen. Das sieht aus wie so ein großer Teebeutel. Genau. Den da reinwerfen. Das ist irgendwie ganz komisch. Aber der ist hier echt im Barrique-Fass ausgebaut. Also da muss man auch natürlich für den Preis. Also er riecht wirklich sehr vanillig. Also unheimlich vanillig. Die Farbe ist, ist Rubinrot. Also Rubinrot, also richtig dunkel. Also ja, also das ist natürlich dann auch nochmal diese Mutation. Also
Tempranillo ist dann vielleicht manchmal ein bisschen heller, aber die ist ja wirklich so. Ich meine, wir haben ja so helles Licht. Es lässt nichts durch. Ja, es kommt. Also, das ist schon. Richtig dicht ist der. Ne? Das ist aber wirklich, das Aroma ist unglaublich. Also, ihr müsst nachher mal dran riechen. Oder mit einem Glas kommen und auch mal probieren. Das können wir anschließend machen, kein Problem. Ja, du bist ja freigebig hier. Naja. Hallo, für unsere Community tun wir das natürlich. Ja, tun wir alles. Genau, tun wir alles. Das stimmt. Ja, das ist wahr. Also man merkt wirklich, also Barrique-Note fällt mir sofort auf, direkt in die Nase rein. Vanille ist eindeutig vorhanden. Man merkt auch Und ich habe die Assoziation von Käse, also der riecht nicht nach Käse. Und dadurch, dass ich sowas zum Käse trinke, also ich trinke nicht so viel Rotwein, und wenn ich Rotwein trinke, dann oft zu dem entsprechenden Käse. Also ich bin ja ein großer Fan von besonders heftigen Käsesorten. Und ich fühle mich gerade erinnert. Ich fühle mich erinnert an diesen mallorquinischen, also nicht aus, also wir haben den auf Mallorca kennengelernt, aber Käse aus Südspanien. Ja. Und dieser. Ganz stinkige, meinst du? Noch. Cáceres de Cáceres. Genau. Cáceres de Cáceres, ja. Super, Käse. Und da bin ich dran erinnert, wenn ich nur diesen Rotwein rieche. Das ist schon klasse. Ich muss jetzt einfach mal sagen, ich bin kein Barrique-Fan. Ich merke das direkt in der Nase, dass es barriquefähig ist. Das schränkt mich schon direkt bei meinen Geschmacksknospen. Die machen schon direkt zu. Aber ich probiere jetzt mal. Kannst du trinken? Hast ein bisschen Luft dran im Mund, also ein bisschen schmatzen. Also da ist eine tolle Wirkung. Oh, das ist ein Dirkwein. Wo ist er eigentlich? Mach nix. Sehe ich den irgendwo? Der ist mir sehr stark. Aber ist interessant. Ist wirklich interessant vom Geschmack. Super trocken. Also, du trinkst den, es kommt sehr nichts, trocken. Es kommt nichts im Hals an. Der ist schon direkt trocken auf der Zunge. Mhm. Also, er ist nur, also ist gar nicht lang. Das ist naja, Geschmack es brennt da nicht so. Ne? Also, es ist auch kein Winterwein. Also, man denkt bei so einem Winterwein, den trinkt man, so einen Rotwein, der ist dann schon mollig und fließt dann so runter und ist so irgendwie präsent. Aber der hört praktisch direkt am Ende der Zunge auf. Ja. Und wird direkt trocken. Man merkt, die Zunge ist dann direkt wieder ausgetrocknet und man möchte eigentlich wieder mehr trinken. Mhm. Aber man merkt halt, man sagt ja immer, der Wein muss atmen, also muss ein bisschen oxidieren. Das heißt, die Flasche muss offen sein, man muss in dem Glas ein bisschen schwenken und so. Oder sogar dekantieren. Obwohl ich den jetzt vielleicht doch, also ist glaube ich vielleicht gar nicht nötig, den zu dekantieren. Nee. Aber wenn man ein bisschen Luft dran lässt, gerade im Mund, deshalb dieses Schmatzen, dann entfaltet der nochmal extra Geschmack. Also der ist schon sehr intensiv. Der hat richtig Power, der Wein. Man merkt, der ist richtig dick. Was mich wundert, für ein spanischer Wein ist er gar nicht ölig. Nee, ist nicht ölig. Ja? Ist nicht ölig. Normalerweise sind die so ein bisschen öliger. Also man merkt es auch im Glas, dass sie Schlieren bilden, aber der hier gar nicht. Ja, der Schlieren bilden hat ja was mit dem Alkoholgehalt zu tun. Ja, aber auch. Jetzt ist der auch nicht so stark alkoholisch, wie ein Rotwein manchmal sein kann. Also gerade aus dem Angabengebiet Rioja, weil der dann auch trotz der Berge noch Sonne bekommt, ist der Alkoholgehalt oft sehr, sehr hoch. Mhm. Und das ist hier nicht der Fall. Mhm. Und der ist nicht so tanninhaltig, finde ich eigentlich. Also Tannine fallen jetzt nicht so stark Das stimmt. Auf. Das Barrique ist, glaube ich, eher im Vordergrund. Denn in Spanien gibt es ja viele Anbaugebiete wie Ribera del Duero, wo halt dadurch, dass es eben so eine Hochlage ist, dadurch, dass es da sehr kalt ist im Winter, entsteht da sehr viel Tannin. Also diese Gerbsäure entsteht halt besonders dann, wenn halt die Temperaturen im Winter sehr fallen. Ne? Sehr fallen, also kann ich den Tag nehmen. Und das ist hier weniger. Offenbar der Fall und das ist dann noch nicht so intensiv. Ja, man sieht, die schreiben, das Weingut ist zwischen 600 und 750 Meter hoch und sagen, ist extrem Witterungsbedingungen ausgesetzt. Dementsprechend hast du halt dieses warm-kalt. Trotzdem nicht so Tannin hat. Ja. Ja, weil Aragon natürlich jetzt nicht wirklich so kontinental ist wie Ribera del Duero. Ja. Also ich bin jetzt kein großer Rotwein-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, aber der schmeckt wirklich gut. Der schmeckt gut. Ja, schmeckt für einen Rotwein, also für einen Rotweintrinker ist das, glaube ich, was ganz Besonderes. Zumal es diese Rebsorte nur hier gibt, also nur in dieser. Ist aber auch kein Wein vom Kamin, ist eher ein Essensbegleiter. Nee, es ist, glaube ich, auch ein Essensbegleiter, das stimmt. Also vom Kamin würde ich den vielleicht dann doch nicht trinken. Aber ich würde dann sowieso eher einen Spätburgunder vom Kamin trinken. Das ist eher ein Rumsteakwein, würde ich sagen. Rumsteakwein, genau. Zum Steak, also wirklich. Oder zum Käse auch. Ja. Also ich glaube, so ein kräftiger Käse, da will man dann noch nicht so einen weichen Wein. Mhm. Also das ist, er hat schon was Aufdringliches auch. Mhm. Er ist halt am Anfang, wenn du nimmst, ist er wirklich extrem präsent. Ja.
wirklich klar. Aber wirklich mal merkt, dass was Außergewöhnliches ist. Ja. Gut, ich glaube, wir müssen langsam zu. Wir müssen hier räumen, genau. Wir sind dann hier noch, also wer jetzt noch mal hier probieren will, riechen und auch schmecken, halt dann bitte ein Glas mitbringen. Oder ein Trinkgefäß mitbringen. Ist gerne willkommen. Genau. Und ansonsten, ja. Ah, Fragen aus dem Publikum. Also genau. 2 Minuten haben wir noch. Genau, also richtig. 1-2 Fragen wären noch drin. Genau. Wenn der Mensch mit dem Mikrofon steht in der Mitte, wenn er eine Frage hat, einfach am besten kurz aufstehen und dann kann der Mann mit dem Mikrofon einfach zu euch kommen, weil wir sehen es nicht hier durch die ganzen Lichter, wer sich hier gerade meldet, Fragen hat, Anmerkungen, Kommentare. Jetzt wäre die Möglichkeit, auch uns zu sagen, wie scheiße wir eigentlich sind. Nee, ja, sie scheinen alle zufrieden sein. Ich sehe aber nichts. Ich sehe auch wirklich ganz wenig. Ich sehe die ersten 2 Reihen und dann war es das. Gut, es scheint keine Fragen zu geben. Ja, trotzdem, wir sind ja auch noch ansprechbar. Genau. Weil es gibt ja immer Leute, die schon Fragen haben, aber die nicht öffentlich stellen wollen. Korrekt. Weil man sich ja dann vielleicht outet als nicht wissend, aber ich glaube, das haben wir auch schon so oft getan. Ja. Der Genusscast, also wir klingen immer so wie die Spezialisten, aber manchmal merkt man uns an, dass wir das gar nicht sind. Genau. Also bei Wein geht es noch so einigermaßen, da machen wir, sagt der Italiener, bella figura, vielleicht, ohne dann wirklich Experten zu sein, aber, also im Gegensatz vielleicht zu anderen Podcasts, ja, machen wir bella figura, während bei anderen Sachen ist das, ja, also bei Whisky war man glaube ich nicht so gut. Genau, aber wir sind halt Genießer, das heißt, wir probieren halt, wie der Otto Normalo ranzugehen, hier und da natürlich ein paar, ja, mehr Andeutungen, wo wir halt besser Bescheid wissen, aber das ist ja auch so ein bisschen unser Konzept, wir wollen ja einfach auch selbst ausprobieren. Ja, und genau, testen. Es ist eigentlich nur ein Vorwand. Genau. Ja, genau, sonst hätten wir den Wein nicht bestellt, dann hätten wir nicht getrunken. Genau. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Gut, dann bedanken wir uns bei allen Zuschauern, die hier heute live dabei sind, bei allen Zuhörern im Stream, bei allen Zuhörern, die das später gehört haben im Podcast. Bei den Leuten vom Sendezentrum, ja, die uns hier empfangen haben und auch die Technik und alles hier gemacht haben. Wirklich toll, also so professionell, super. Vielen lieben Dank. Und ja, mehr Podcasts zu unseren Themen sind auf unserer Homepage zu finden. Wir sind über die sozialen Kanäle erreichbar, auch vor, nach der Sendung, zwischen der Sendung. Wir machen auch noch andere Podcasts und ich verspreche auch, dass es wieder mehr Liedkultur geben wird im neuen Jahr. Da habe ich ja so ein bisschen eine schöpferische Pause gemacht. Beim Podcast passiert auch wieder was in nächster Zeit. Also mein guter Vorsatz fürs neue Jahr, mehr Podcasts. Mehr Podcasts warten, genau. Okay, dann vielen herzlichen Dank. Ja, danke schön. Bis bald und tschüss. Tschüss.